Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JMS Live Hörspielshow. Diese Woche mit einem Mann. So, damit haben wir auch alles gesagt. Danke, dass du da warst. Tschüss. Bis nächste Woche. Unser Live-Hörspiel trägt ja den Titel Der Feind. Es hat begonnen und ist einen. Genau, sehr gut. Danke. Und ist ein Agenten-Thriller, der am 16.09. Premiere hat im Admiralspalast. Und ein sehr wichtiger Teil und ein sehr ominöser Teil des Stückes ist der junge, wahnsinnig attraktive Mann neben mir. Ich habe ihn eigentlich natürlich nur besetzt wegen seines Aussehens. Ja. Aber das weißt du jetzt sicher selber. Das hörst du ja auch sicher nicht zum ersten Mal. Ich habe auch keinen Text. Dachte ich nicht, dass das nötig wäre. Aber rein theoretisch spricht Jeremias wunderschön und spielt traumhaft. Danke. Oh, er sagt was. Danke für die Blumen. Ich würde sagen, darauf essen wir erstmal was. Oh. Ich habe da mal was vorbereitet. Jeremias ist der Erste und hoffentlich nicht der Letzte, der mir was zu essen mitbringt. Ja. Gut, dann ein Stößchen. Guten Appetit. Auf dich und die Welt fliegen. Natürlich biologisch, dynamisch, ökonomisch. Die sind aber nicht vegan oder sowas. Die sind vegetarisch. Ich esse sie trotzdem. So, Jeremias, jetzt erzähl doch mal, was du eigentlich... Ja, also... Du bist der gelernte Schauspieler. Ich bin gelernter Schauspieler. Glückwunsch. Mehr kann ich nicht. Schokomund. Okay, aber sieht's gut aus? Das sieht super aus. Du kannst es tragen. Ja. Das ist meine Farbe. Ja. Ja. Nicht noch mehr erzählen. Erzähl mal, es ist sehr gemütlich hier bei dir auf deinem Sofa. Ich habe mich ja schon seit Wochen, freue ich mich ja übrigens auf dieses Interview, weil meine Kollegen waren ja schon bei dir. Und ich warte seit Wochen sehnsüchtig auf diesen Termin. Und endlich kommen wir zusammen. Ist ja nicht so einfach, dieses Sofa ist ja rund um die Uhr eigentlich belegt. Die Stars, sie hat sie alle, die Stars sitzen hier auf dem Sofa. Ja? Man kommt gar nicht ran. Ach so. Ja, ja, habe ich. Die sind alle hier. Ich zeig's zwar nicht, weil ich möchte damit nicht hausieren gehen. Ja, nein. Ich finde das kokett, wenn man das macht. Ich finde das Besondere an dieser Veranstaltung, dass wir nicht nur Spiel sprechen, wie ich es immer sage, und mit dem Textbuch dastehen, sondern dass wir spielen. Theater, wie man es vom Theater kennt, dass wir sprechen, wie man es vielleicht vom Hörspiel kennt, dass wir ein Musik-Act dabei haben, dass wir viele, viele Genre tanzen, danke für den Tipp, viele, viele Genre, wir dürfen noch nicht zu viel verraten, miteinander verbinden und das dann auf die Bühne bringen. Und das finde ich toll, weil die Bühne ja so viele Möglichkeiten bietet und das finde ich, ist das völlig Neues, eine völlig neue Idee von Johanna übrigens, unserer, die sich das ausgedacht hat, unserer Autorin. Hallo. Wie sieht Johanna die Fassade aus, mein Schatz? Die Fassade sieht gut aus. Gut. Ja, ja, bei mir? Geht so, Rosamund. Machst immer? Du machst immer so. Wann mach ich so? Jetzt zum Beispiel hast du es wieder gemacht. Echt? Wer kennt dieses Zitat? Ist die Frage. Und ich muss dazu noch sagen, dass nämlich wirklich dieses Konzept, was du dir überlegt hast, wir haben das ja schon auf einer anderen Bühne aufgeführt, in anderer Form, also den ersten Teil sozusagen der Geschichte, und waren ja auch aufgeregt, wussten ja nicht, wie kommt das an, hört man zu, ist es spannend, ist es irgendwie, löst sich das ein, was wir uns so ausgedacht haben, oder du vor allem von der Geschichte? Und wir sind fast gestorben, das war so aufregend, ja. Weil wir, ja, es war nicht wirklich, wir haben den Text nur teilweise auswendig gelernt, wir haben ja unsere Textbücher, aber dann auch dieses trotzdem frei spielen, aber trotzdem am Pult stehen bleiben und mit dem Partner drüben irgendwie so, das ist eine ganz, es war eine aufregende Sache. Ja, es war sehr aufregend. Ja. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter, weil wir haben die Leute ja ziemlich hart hängen lassen mit einem krassen Cliffhanger. Und die Leute sind uns fast an die Gurgel gegangen, weil sie gedacht haben, es ist erst Pause. Das war der Test sozusagen. Damit haben wir die Leute nach Hause geschickt und haben gesagt, wenn ihr keinen zweiten Teil macht, dann gibt's
großes Drama. Ja, und diesmal genau. Ist es nicht so. Also diesmal werden die Leute nicht mit einem Wahnsinns-Cliffhanger nach Hause geschickt. Es wird vielleicht in die Pause. Vielleicht in die Pause. Aber nicht nach Hause. Nein. Nein. Nee. Tickets gibt's. Und nochmal. Tickets gibt's bei Ticketmaster.de. Genau. Oder an jeder bekannten Theaterkasse beim Vorverkauf, beim Admiralspalast direkt. Genau. Wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch anrufen beim Admiralspalast. Ganz oldschool, ganz retro, ganz vintage und einfach. Oder man kommt einfach an die Abendkasse, wie es vielleicht auch gibt. Ja, ja, also primär. Aber es wird ausverkauft sein, da muss man sich schon vorher die Tickets sichern. Also das würde ich. Primär würde ich nicht riskieren. Nein, auf keinen Fall. Weil man muss sich auch überlegen, was ziehe ich an. Ich mache gerade. Wenn den ganzen Aufwand, genau. Dann steht man da und die sagen euch, ja, nee, jetzt ja. Ist auch vorbei. Die Mutti von der Johanna hat gerade die letzte Karte, das wäre jetzt blöd. Blöd. Nein, das wäre. Wobei, da ich weiß, dass meine Mutter meinen YouTube-Kanal natürlich als treuer Fan sieht. Hallo. Natürlich. Hallo. Natürlich wirst du nicht die letzte Karte kaufen. Hm. Die hat doch schon die erste Karte gekauft, oder? Davon gehe ich aus. Ich bin wahnsinnig froh und dankbar, dass du dabei bist, weil ich muss einfach sagen, Jeremias ist. So wohltuend für die Seele und für die gute Laune und für Energie und für Stimmung. Es ist einfach so. Danke. Das hat auch gar nichts mit Zucker zu tun, den er permanent. Vielleicht schon, man weiß es nicht. Ja, danke, es sind sehr liebe Worte. Und ich kann dazu nur sagen, dass ich auch sehr dankbar bin, bei diesem Team dabei zu sein und bei dieser Situation. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich hab dir rein. Hast du eine Donut? Sie hat eine Donutallergie, aber nicht. Wir fangen nochmal an. Was wolltest du sagen? Entschuldigung. Ich finde es mega cool dabei zu sein, weil ich habe vorher noch nie ein Live-Hörspiel gemacht. Als Johanna mich dann gefragt hat, ob ich dabei sein möchte oder ob ich es mir vorstellen kann, habe ich so gesagt, natürlich! Das ist das, was großartig ist, was wir alle machen wollen irgendwo. Und auch so ein Ensemble, finde ich, von 8, jetzt 9 Leuten oder fast 10 Leuten? Mit den 2 Musikern sind es 10. 10 Leute irgendwie auf die Bühne zu kriegen in dieser Kombination. Also finde ich, ist ja auch eher selten, dass man so Synchronschauspieler oder Schauspieler, die verstärkt im Synchronbereich arbeiten, und auch im Film natürlich, aber so in einer Reihe, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Bühne zu bringen, das ist schon cool. Ja. Finde ich. Und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant, mal so die Menschen hinter den Stimmen kennenzulernen. Ja, vielleicht von Serien, die man gerne mal schaut oder Filmen, die man geguckt hat und sagt, da hat doch hier die Marieke Oeffinger oder der Florian Hoffmann gesprochen und dann einfach mal zu schauen, was machen die noch so. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf euch. Und ansonsten sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Ja. Bei einer neuen Folge, diesmal mit einer Dame. So viel darf ich verraten, sie ist blond. Oh mein Gott. Ja. Und feurig und leidenschaftlich und wahnsinnig. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Uiuiui. Kriegst du auf dein Sofa? Respekt. Ja. Ich weiß nicht. Ich verstecke mich dabei im Stab. Ja. Zu Recht. Gut. Dann, es war schön mit dir. Es war schön mit dir. Danke. Ja. Es war schön für euch, mit euch, um euch herum. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.